Ich bin Curry Kantner. Und in erster Linie bin ich Bluesman. Oh Gott, in wie viele Bands spiele ich? Du stellst Fragen, Mann. Also zwei Feste, mit denen wir auch wirklich verwandelt sind. Das ist einmal die Nutzer Big Band und dann die Blueswerft. Die ist relativ neu, die ist halt etwas über einem Jahr am Markt. Und da gibt es immer noch mal so Gelegenheiten. Ich spiele öfter mal mit Abi Wallenstein. Ich spiele in Duo- und Trio-Besetzungen, die sich halt so ergeben, teils aus der Band, teils aus früheren Zeiten, bla. Diese Szene ist so klein, diese Blues-Szene. Und irgendwann hast du sie alle gesehen und spielst halt mit ihnen. Die Not So Big Band ist immer so das ganz große Projekt gewesen. Die habe ich mir 2006 oder so habe ich mir sie auf die Fahne geschrieben. Und ich wollte die Blues Hub einfach mal aus diesem sturen Blues-Zusammenhang rausziehen. Und ich glaube, dafür ist die Not So Big Band wirklich ganz toll geeignet. Naja, naja, vielleicht ruft sie mich ja an, denn sie hat ja meine Nummer. Doch das Telefon bleibt stumm und wird immer stummer. Und ich höre nichts von ihr und ich sehe sie auch nicht mehr. Ein schöner Abend war es nichtsdestoweniger. Wilhelmsburg gilt überall in Hamburg, außer in Wilhelmsburg selbst, hoffe ich immer, als Problemstadtteil. Und ich wehre mich da immer gegen. Ich finde, Herausforderungen finde ich besser. Aber Probleme sind es eben auch nicht nur. Ne? Du hast in Wilhelmsburg Probleme, aber die hast du überall. Die Insellage schweißt irgendwie zusammen. Es ist keine Dorfgemeinschaft. Aber in die Richtung geht's. Die Honigfabrik war tatsächlich einer der allerersten Orte, die ich kennengelernt habe in Wilhelmsburg. Und zwar aus ganz persönlichen Interessen. Ich habe mir da halt ein paar Möbel gebaut, als ich hier frisch hergezogen war. Ja, da brauchte ich einen Job. Und sie hatten einen Job für mich in der Kinderkultur. Und wir haben unheimlich viele Sachen hier bespielt und unheimlich viele Veranstaltungen gemacht. Das war natürlich voll mein Ding. Und wenn man jetzt so nach beinahe 20 Jahren eben sieht, dass die Kinder von früher eben inzwischen Erwachsene, junge Erwachsene sind, die dich immer noch kennen, dann ist das ein Reinwachsen in den Stadtteil. Wenn es darum geht, mit Musik Geld zu verdienen, würde ich sagen, ist Wilhelmsburg noch mit Vorsicht zu genießen. Wenn man sich erproben will und wenn man Musik vielleicht nicht nur um des Geldes wegen macht, dann erlebt man einen Reichtum an musikalischer Vielfalt hier auf der Insel, den ich sonst schwerlich irgendwo verorten könnte. Yeah.